Ja, Leute, willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition. Wir sind natürlich noch immer in der verbotenen Oase. Wie sollte es auch anders sein? Haben uns beim letzten Mal dazu entschieden, dass wir uns den Riss mal etwas genauer angucken möchten. Ich würde aber auch ganz gern mal schauen. Ah, ich weiß, wo der Riss ist. Der Riss ist übrigens hier vor uns. Haben wir einen Schacht. Und in diesem Schacht ist der Riss. Den möchte ich allerdings nicht von hier oben bekämpfen, glaube ich. Bin unschlüssig. Also wir würden da sicherlich auch runterkommen. Aber ich glaube, es wäre einfacher. Ja, ja, nun regt euch mal alle ab, den Riss vielleicht von unten anzugehen. Weil hier würden wir natürlich genau quasi reinklettern und reinfallen. Auf der anderen Seite, who cares? Probieren wir es einfach mal. Wollen wir uns umsehen? Moment, ja, ich will mich erstmal umsehen. Es scheint aber unten zu sein. Okay. Dann gehe ich halt wieder runter. Moment. Ich gehe wieder hoch, weil hier drüben ist noch eine Sehenswürdigkeit. Beziehungsweise dort oben. Und die würde ich gerne erstmal machen. Sonst muss ich vielleicht nochmal hier hoch eiern. Oder hier oben langlatschen. Da hinten ist übrigens noch ein Riss. Den könnten wir auch zuerst machen. Das wäre auch nicht so dumm. Das wäre durchaus nicht dumm. Und dann erst runter, dann können wir nämlich einfach wieder die, ich kann das nicht machen, wenn ich angegriffen werde. Ernsthaft? Können wir... Okay, ich kann das nicht machen. Dann gehen wir halt erstmal zu dem Riss da hinten. Der war, glaube ich, ein bisschen stärker. Wie es mit dem Riss unten aussieht, weiß ich gar nicht. Der? 12, ja, der ist ein bisschen heftiger. So, den hätten wir. Bums. Ja, das war klar. Wie immer. Ich glaube, hier ist auch erst die zweite Phase richtig böse. Moment. Solas. Nein. Solas. Bitte einmal das bannen. Wenn man ja immer wüsste, wo die stärkeren Gegner auftauchen, ne? Dann könnte man das ja glatt mal... zumindest probieren, irgendwie zu timen. Oder was heißt zu timen, sondern den richtigen Gegner zu killen. Der einem dann halt mehr Probleme machen könnte. So wie der da hinten. Ah, die nervigsten Gegner im Spiel mit. Erstens, weil sie viel Schaden machen. Zweitens, weil sie sich in der Gegend rumporten. Und Cole metzelt da oben ganz gut rum. Die kriegen aber auch alle ordentlich auf den Helm. Solas, wirst du noch angegriffen? Nee. Okay, Riss ist fertig. Ich würde gern... Riss schließen! Schönes Ding. So, also wir stellen fest, dass wir mit Stufe 12 Rissen mittlerweile umgehen können. Das sagt uns,
dass wir auch erstmal, wenn wir hier soweit fertig sind, die restlichen Risse in den Hinterlanden clearen werden. Und dann auch nach Valamar gehen. Und dann haben wir nämlich die Hinterlande bis auf den Drachen mal tutto completo fertig. Und das finde ich gut. Und jetzt denke ich, dass wir hier gleich wieder angegriffen werden. Und nicht erst hier hoch können. Ja. Ich habe es befürchtet. Das Problem, was nämlich auch herrscht, was wir gleich sehen werden, ist, wenn ich hier runtergehe, kommt gleich eine Leiter. Die kann ich runterklettern, aber die kann ich von unten nicht wieder hochklettern. Das heißt, die ist zu weit über dem Boden. Ja, wieder viel zu früh den Todesstoß eingesetzt. So, nochmal. Solus, hast du jetzt genug Mana? Mana. So. Krieg hier irgendwo zwei rein. Hier. Sehr schön. So, irgendwo ist hier aber noch Gezeugse und Defize. Sehr gut, hätten wir den Riss auch. Das gibt fleißig Erfahrung, immerhin 512. Quest abgeschlossen, plus 2 Macht. Was war das? Verbesserter Ring des Vergeltungsschlags. So, und hier kommen wir jetzt leider nicht mehr hoch. Jetzt will ich mich aber erstmal umgucken. Diese Richtung. Ah, ein Getränk. Das sieht man meist schon, wenn irgendwo ein Getränk rumsteht. Die Getränke von Thedas. Goldene Sense. 94, schwarzes Zeitalter. Diese Spirituose für das Schlachtfeld bleibt selbst unter direkter Sonneneinstrahlung kühl und scheint selbige förmlich aufzusaugen. Die optimale Darreichungsform ist ein Tropfen. Von Kontakt mit bloßer Haut wird abgeraten, obgleich er unvermeidbar erscheint. Mmh, lecker Stöffchen. Na herrlich. So. Ja, warum drücke ich denn jetzt hier die Taste für die Karte in Assassin's Creed? So, Riss oben erledigt, das erledigt. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal durch irgendeinen Gang. Wobei ich glaube erstmal, hier ging es raus, ne? Ja, hier ging es raus. Erstmal gucken möchte, ob ich hier wieder hochkomme, relativ zügig. Auf der anderen Seite ist da, hoho, das letzte Okular und ein eine Sehenswürdigkeit. 4 von 8. Oh, ey. Geht's denn noch? 2 sind noch markiert, sind 5 und 6 von 8. Okay, die restlichen werden wir auch noch finden. Oh, das war doch Drachendorn. Fallt nicht runter, Jungs. Seid eh schon knapp bei Kasse, was Leben angeht. So, dann haben wir hier jetzt, oder finden wir hier jetzt hoffentlich die letzten Scherben. Ja genau, 3 Stück fehlten noch, die nicht aufgedeckt waren. Ja, wo sind sie denn? Die hinten kennen wir schon. Hier überschneiden sich tatsächlich auch ein paar Scherben mit den Okularien. Das haben wir ja gesehen, wir hatten schon eine von 4 entdeckt. Obwohl... ja, wir uns noch gar nicht bewegt hatten, quasi. Wo ist denn die letzte? Die haben wir schon. Ich sehe sie nicht und ich höre sie nicht. Ist denn das die Möglichkeit? Is this a possibility?
mal. Oh, es fiel mir gerade wieder ein, dass die so offensichtlich nah bei uns war. So nah ist die gar nicht bei uns. Komme ich hier jemals wieder hoch, wenn ich da runterspringe oder gehe? Ich glaube nicht, Tim. Ist hier unter uns. Und dann komme ich da nie mehr hoch. Ist mir aber auch wurscht. Fahre ich mir erstmal ein bisschen Schaden rein. So, und dann können wir nämlich da unten die noch mitnehmen. Und das sind übrigens diese netten, schweineähnlichen Tierchen. Von denen wer auch immer das letzte Mal erzählt hat. Irgendeiner von unseren Jungs hier hat da ein paar Sätze drüber verloren. Ich habe deren Namen vergessen. So, dann erstmal hier lang. Hallo! Tuskets! Genau. Spindelkraut! Uhu. War die Scherbe etwa weiter oben? Ne, die Muster. Fennec erschreckt mich nicht so. 7 von 15. Dann will ich jetzt erstmal zum Lager und eine Runde rusten. The rusted, der rostet. Hab ich gehört. So, hier gibt es auch noch einen Aussichtspunkt. Den können wir ja mal mitnehmen. Wir können natürlich auch erstmal Blutlotus einsammeln. Davon werden wir später, wenn wir unsere Tränke aufwerten wollen, einen ordentlichen Batzen brauchen. Wo ist jetzt das Lager da hinten? Blutlotus! Blutlotus. Oh, was wächst da hinten? Das ist nur ein Tiefenpilz. Die Tiefenpilze sehen immer mega spektakulär aus. Sind aber im Endeffekt nur Tiefenpilze. So wie diese auch. Trotzdem nehmen wir ihn mit. So, und jetzt ruhen wir uns erstmal eine Runde aus. Zwei Tränke haben wir auch verballert. Ja. Man könnte ein ganzes Jahr hier arbeiten, ohne irgendjemandem außer anderen Bergleuten zu begegnen. Verrückt. Das war's? Das war's. Rasten wir. So, ja, die Scherbe in der Nähe des Lagers, die ist genau über uns. Da habe ich auch noch nicht den wirklichen Plan, wie ich da hinkomme. So, kamen wir hierher. Hallo, lass mich da hoch. Ich probiere jetzt nochmal. Gehe ich nochmal auf Scherbensuche. Also wir haben hier eigentlich nur noch die Scherben. Solasan. Wo wir den Eingang finden müssen und die Sache hier oben mit dem verlorenen Ring. Viel mehr Quests gibt es hier nicht. Deswegen würde ich sagen, wir kümmern uns einfach mal wieder um Scherben. Das ist zwar nicht das Spannendste, aber vielleicht fällt mir ja was Spannendes ein, was ich euch dazu erzählen kann. Erstmal ist hier Elfenwurzel. Ach guck mal, die eine lag doch hier vorne direkt irgendwo. Nein. Haben wir die schon eingesammelt? Hier lag auch mal eine auf den Steinen. Die ist oben. Wir müssen irgendwie da hoch. Gehen wir mal hier lang. Wir sehen es ja auch. Oh, da ist ja wieder irgendwo so eine Hyäne. Geht alle weg, ihr Hyänen. Ihr elendigen Hyänen. Die sind ja echt so ein bisschen Seuche, weil sie einen halt von wichtigeren Dingen einfach abhalten und sie geben auch keinen guten Loot und überhaupt habe ich schon wieder den Todesstoß zu früh eingesetzt. Könnte ich denn eigentlich mal... Ich arbeite auch zu wenig mit der Unsichtbarkeit, ne? Ich weiß. Ja. Die sind halt auch nicht. Sie sind halt auch nicht wirklich schwach, also noch nicht. Wir sehen, wir haben ja ganz gut.
Naja, zu kämpfen würde ich jetzt nicht sagen, aber wir haben schon gut zu tun. So kann man das wohl ausdrücken. So. Jetzt sind wir hier zumindest schon mal irgendwie auf einem Plateau oder so. Ha, ha, reimt sich. Wenn ich jetzt hier runterspringe, komme ich glaube ich nie mehr hoch. Ist mir aber auch Wumpe. Denn hier ist auf jeden Fall Paragon-Schimmer. Davon können wir aktuell eigentlich nicht genug haben. Das ist nämlich schon Stufe 2 Material. Und das könnten wir doch durchaus gebrauchen. Wer weiß, vielleicht finden wir ja mal einen ordentlichen Rüstungsplan. Und können uns mal was zimmern. Beziehungsweise was schmieden. So 8 von 15. Hier kam ich auf jeden Fall hoch. Hier oben dürfte auch die Scherbe sein. Da hinten ist sie. Au. Nee, ich gehe mal von der anderen Seite hin. Sieht auch so aus, als hätten wir... als hätten wir da Getränke stehen. Vielleicht finden wir auch noch ein paar Getränke von Thedas. Hier oben drauf war ja nichts mehr Wichtiges. Oh, ein Drachendorn. Wir sind in der Nähe eines weiteren Artefakts. Ah, hier oben waren wir noch gar nicht. Hier steht ein Artefakt für Solas. Sehr schön. Die Schutzzauber zeigen Wirkung. Was ist mit diesen Artefakten jetzt genau auf sich? Ich glaube, wenn man eine gewisse Anzahl aktiviert hat, kriegt man eine Quest von Solas. Ich weiß es gerade echt gar nicht mehr so genau. Und ansonsten in den Gebieten an sich habe ich aber oder merke ich aber eigentlich keine Unterschiede. Also ist jetzt nicht irgendwie weniger, oh hier ist auch eine, wäre auch eine Leiter gewesen, nicht irgendwie weniger Gegneraktivität oder so, was man sich vielleicht denken könnte, wenn er auch immer sagt, dass uns das irgendwie hilft. Ich weiß jetzt nicht genau, was er sagt, aber irgendwas erzählt er und das klingt so, als würde uns das helfen und als würde irgendwas stärker werden und genau, die Schutzzauber wirken. Da könnte man ja vermuten, dass vielleicht auch irgendwas geschützt wird. Solas? Lass mich durch. Lass mich durch, ihr bösen Jungs. So, dann reparieren wir nämlich hier mal die Bridge. The Bridge over Troubled Water. So. Okay, Drachendorn. So, komme ich denn jetzt an die Scherbe ran? Komme ich? Stellt sich nur wieder die Frage, ob ich jemals wieder heil zurückkomme. Und die Frage... Kann ich da drauf springen? Die Frage stellt sich hier eigentlich immer in der verbotenen Oase. Leider Gottes. So. Ja, hier kommen wir nämlich schon mal nicht zurück. Dann gucken wir mal anders herum. Schlangenstein. Nehmen wir auch mal mit. Ist zwar nur Stufe 1 Material. Wo ist denn hier noch eine Scherbe? Nehme ich die jetzt mit? Da unten sind schon wieder Hyänen. Nee. Ich will schon wieder... Weißt du, erst raff ich es in Assassin's Creed nicht, dass die Karte auf Back ist und jetzt drücke ich ständig auf Back, um auf die Karte zu kommen. Ich weiß auch nicht, was ich will. Ich glaube aber, wir können durchaus hier runtergehen, sammeln dann die Scherbe noch ein und können uns dann hier oben dem Gebiet ein bisschen genauer widmen. Da würden uns dann nur noch 3 Scherben fehlen. Irgendwie ist jetzt eine Hyäne gestorben und der Loot ist zu uns geploppt. Okay, soll mir recht sein. Dann werden wir das aber in der nächsten Folge machen. Und werden noch die beiden Scherben hier unten einsammeln. Dann haben wir hier auch soweit alles erledigt. Ich werde dann auch nochmal die Gänge... rund ums Lager sind noch jede Menge Gänge, die werde ich ein bisschen genauer erkunden, weil dort ist auch noch ein bisschen was Verstecktes. Das werden wir uns dann mal alles genauer anschauen. Bisher sage ich aber erstmal danke fürs Zuschauen, hoffe es hat euch gefallen und ciao, ciao!
bis zum nächsten Mal.